Zentimeter sind 10. Also okay, ich habe eben gerade oben gezählt und das waren so ungefähr eine Reihe, also eine Lage. Ja, genau. Also 10, 20, 30, 40, 50. Das wenige. 125 oder so was? Soll ich sagen, ja? Das wäre irgendeine komische Zahl. 133 oder so? Ja, 133. Ja? Oder bist du noch 123? Oh Gott. Deine Entscheidung. Wie viel Zeit haben wir noch? Ist das Auto da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sind so 11, 12 Finger. Wenn du sagst, einer ist 10, dann. Also würde ich sagen eher 123. Und wie ist das bei euch? Könnt ihr gut schätzen? Wir lagen ja wohl voll daneben, was natürlich an meiner Antwort lag. Meine Reiterin, die ihr hier sehen könnt, ist die Sonja. Die kann, glaube ich, ganz gut schätzen, aber ja, meine Antwort, naja, okay. Ja, was ihr jetzt hier sehen werdet, ist die Reiterrallye von 2017. Ich habe nämlich das Video gerade wiedergefunden, denn in ja, 3 Tagen kommt die Reiterrallye 2018. Und ja, ich dachte, ich lade das nochmal hoch, damit wir chronologisch bleiben, auch wenn das jetzt schon alles ein bisschen älter ist. Und ja, wie ihr sehen könnt, das ist die Sonja auf ihrem Pony und ich bin Bumblebee und wir hatten richtig schönes Wetter. Und die Reiterrallye selber ging ungefähr 3 Stunden. Mein Hintern tat höllisch danach weh, weil ich im Dressursattel natürlich auch geritten bin. Aber ich würde sagen, guckt es euch bis zum Ende an. Ich kann euch verraten, es wird eine sehr bissige Angelegenheit. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Reiterrallyes gerne mitmacht und was ihr so für Aufgaben kennt. Wir suchen ja immer auch Inspiration bei uns im Reitfall für die eigene Reiterrallye. Vielleicht können wir dann nächstes Jahr was mit reinnehmen. Also viel Spaß! Ich glaube, ich nehme aber das Papierding, ne? In der Mitte. Wenn ich den jetzt reinschubste, dann ist er drin, oder? Wahrscheinlich nicht. Nein! Beim nächsten Spiel ging es darum, dass man einen Löffel festhalten musste, nicht so wie ich gedacht habe, weiter hinten, mit einem Ball und um ein Hütchen herumreiten musste. Die Gangart konnte dabei total selber gewählt werden und ich trotte bin natürlich rechts herum als Rechtshänder, was natürlich total blöd war, denn ja, ich hatte in Physik eine 5. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, aber die Fliehkraft, naja, ihr kennt das ja beim Autofahren, wenn ihr links rumfahrt, dann werdet ihr ja nach rechts gedrückt. Also hätte ich einfach andersrum reiten müssen. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Wie gesagt, Physik eine 5. War auf jeden Fall nicht so toll, aber meine Mitreiterin hat das natürlich wieder hervorragend gemacht und alles rausgerissen. Das war auch schon das letzte Spiel, was ich gefilmt habe. Es gab noch ein paar mehr, so wie Filmtitel von Pferdefilmraten. Aber das habe ich nicht mit aufgenommen. Auf dem Rückweg haben wir uns dann noch ein paar Kühe angeschaut. Bumblebee findet die ja immer sehr bunt, gruselig. Ja, und der Joker, der hat sich noch was anderes angeschaut. Und zwar hoch, ein Besen. Warum liegt der denn hier rum? Ah, Mann! Joker! Boah! Wenn ich da einen blauen Fleck hab, ne? Ich habe mal das Bild rausgesucht vom Abend nach der Rallye
Und auch von ein paar Tagen später, wie ihr sehen könnt, der Oberschenkel war blau und dick und es tat richtig weh. Hallo? Achso. Beim letzten Spiel ging es darum, eine Schnur mit Luftballons zu transportieren und Joker, ja, er war zur Party eingeladen und hat sich sichtlich darüber gefreut. Okay, so ziemlich gar nicht. Mit der Schnur mit den Luftballons musste der erste Reiter dann hinten um den Sprungständer herumreiten und eine Übergabe machen. Eine Übergabe? Okay, hat nicht so ganz geklappt. Aber, ging dann doch noch. Also jetzt Zeit aufholen und ganz schnell als zweiter Reiter um den Sprungständer 2 herumgaloppieren und die ganze Schnur mit den Luftballons wieder aufhängen, was auch richtig gut geklappt hat. Also bei sowas haben wir immer gar keine Probleme. Wir wurden am Ende mit dem 3. Platz belohnt und wenn ihr 2018 bei dem Video auch dabei sein wollt, dann gerne kostenlos abonnieren und dann sehen wir uns.